Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute drei neue Schleimsorten für euch. Wir haben hier links den Regenbogenschleim, dann haben wir hier pechschwarzen Ölschleim und das hier sieht ein bisschen aus wie so pürierter Bananenmus oder so. Ich nenne das jetzt mal Konfettischleim, weil hier sind so kleine Sprenkler drin, so bunte Punkte. Die sehen ein bisschen aus wie Konfetti, also Regenbogenschleim, Ölschleim und Konfettischleim und die werden wir jetzt mal nacheinander öffnen. Fangen wir jetzt erstes mal mit diesem Regenbogenschleim an. Die anderen schiebe ich jetzt mal ein Stück weiter nach hinten und wir gucken uns den mal genauer an. Der fühlt sich auf jeden Fall super hart an. Ein bisschen so wie Silk Clay. Ich hoffe, ich kriege den da überhaupt raus, ohne dass ich ihn kaputt mache. Was ist das denn? Das ist total merkwürdig, weil man echt doll zieht und das ist aber ganz, ganz flexibel. Ich guck mal, ob ich hier... Also ich kriege das, glaube ich, nicht aus dieser Packung raus. Das hat sich da richtig festgesogen. Dann nehme ich erstmal nur diesen Teil hier. Der sieht auf jeden Fall schon mal super cool aus. Hier hat sich so gelb und pink ein bisschen vermischt, genauso wie hier das Gelb und das Blau, sodass es grün geworden ist. Und von der Konsistenz ist es wirklich so eher so wie Silk Clay, also gar nicht mal so schleimig, ist auch nicht klebrig, sondern fühlt sich einfach nur so ein bisschen kalt und feucht an. Und ich finde, das riecht ein bisschen nach so Zitrone oder Zitronenreiniger. Wenn man jetzt das Ganze vermischt, dann hat man natürlich irgendeine, ja, Mischfarbe. Ich denke mal, das geht dann so in die Richtung so grün, vielleicht auch irgendwas Bräunliches. Und jetzt kleben meine Hände total zusammen. Also so viel jetzt zu diesem Regenbogenschleim, der sich wirklich ganz, ganz schlecht hier rauslösen lässt. Ich versuch's nochmal. Oh. Da ist mir doch direkt auch ein Stück abgerissen. Also so schleimig ist das Ganze nicht, fühlt sich wirklich eher an wie Silk Clay, aber trotzdem auf jeden Fall cool, um darin rumzumatschen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch schon ein bisschen älter ist, dass das vielleicht sogar ein bisschen eingetrocknet ist zwischenzeitlich. So, diese ganze Pampe hier, die tue ich wieder zurück oder lege sie zumindest oben drauf. Dann kommen wir zu unserem nächsten Schleim, diesem schwarzen neuen Ölschleim. Was mich auf jeden Fall als allererstes verwundert hat, ist, der steht Microwavable. Also da, eigentlich kann man das in die Mikrowelle tun, aber ich denke, damit ist nicht der Schleim gemeint, sondern in erster Linie, oh, das ist ja ein komischer Schleim, in erster Linie wahrscheinlich das Gefäß. Das fühlt sich total komisch an. Also richtig wie Matsche, also wenn man irgendwie so Schlick vom Meer, wenn sich das so dunkel verfärbt hat. Und ich glaube, es färbt auch total an den Händen. Das geht gar nicht mehr ab. Erinnert mich an diesen Schleim von Spider-Man. Dieser Venom. Damit lässt sich aber nicht gut spielen, glaube ich. Also ist auf jeden Fall eine riesige Sauerei. Ich glaube, da kann man genauso gut Pfannkuchenteig schwarz färben. Da hat man im Prinzip dasselbe. Also auf jeden Fall kein Schleim zum Spielen, weil der sich wirklich ganz schlecht nur lösen lässt. Oh nein, jetzt habe ich es an beiden Händen. Ich werde das jetzt mal ein bisschen säubern. Und der riecht komischerweise irgendwie nach Apfel. Also ich weiß nicht, was damit los ist. Aber schaut euch das mal an. Das sieht eher aus wie so eine Black Mask, als jetzt wie so Schleim, den man zum Spielen hat. Blah. So, kommen wir jetzt zu unserem dritten und letzten Schleim. Den schwarzen Schleim, den kann ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen. Der hier fühlt sich auch ziemlich hart an. Gucken, ob wir den rauskriegen. Ein bisschen so wie intelligente Knete. Und da ist wirklich, ja, da sind so kleine Kügelchen drin. Fast so wie Konfetti oder Styropor oder diese kleinen Zuckerperlen oder so. Da könnt ihr sie nochmal besser sehen. Und das riecht auch so nach Zitrone. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein neuer Trend ist, dass Schleim irgendwie Geruch hat. Aber das lässt sich auf jeden Fall besser rauslösen als dieser Einhornschleim. Den habe ich nämlich auch ganz schlecht nur rausbekommen.
So. Und jetzt noch kräftig ziehen. Mit meinen dicken Wurstfingern kriege ich das gar nicht raus. Eine andere Verpackung wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Ah, jetzt haben wir es. So, jetzt können wir da mal ein bisschen rumspielen. Also von der Konsistenz wirklich eine Mischung aus Schleim und intelligenter Knete. Wir haben hier ganz viele so Kügelchen drin, die so ein bisschen wie Konfetti sind oder diese Zuckerperlen. Und es gibt so ein ganz kribbeliges Gefühl, weil es einerseits schleimig ist und so ein bisschen wie Knete. Lässt sich auch zerreißen wie intelligente Knete. Aber andererseits, da ja so kleine Kügelchen drin sind und die kitzeln dann auf der Haut. Also den finde ich eigentlich von den dreien am besten. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Schleim ihr am besten findet. Ist es dieser hier, der Regenbogenschleim oder doch diese schwarze Glibbermasse da hinten? Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich gerne den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!